Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Ja, in diesem Video möchte ich euch einfach mal zwei schnell gemachte, einfach gemachte Adventsdekos präsentieren, die einen relativ hohen Brandschutz haben und einige weitere Vorteile mit sich bringen. Ja, hier könnt ihr den ersten Adventskranz oder die erste Adventsdeko sehen. Einfache kleine runde Getränkegläser habe ich dort genommen, die passend in der Größe der Kerzen waren. Ja, somit ist hier Brandschutz gegeben. Ihr könnt das sehen, ich habe hier einmal Tannenzweige von meiner Eibe aus dem Garten geschnitten, die dort reingelegt und die Gläser fangen somit das Feuer ein wenig ab. Jetzt kann man noch ein bisschen Christbaumkugeln, andere Deko reinlegen, das Ganze einfach in einer länglichen Schale und schon ist die relativ simple und einfache Adventsdeko fertig. Bei der zweiten Adventsdeko braucht man auch gar nicht viel. Man nimmt einfach eine längliche Blumenvase, die durchsichtig ist, füllt diese mit weißem Sand auf. Das Ganze kann so ein bisschen den Schnee symbolisieren. Dann kommt einfach eine Kerze hinein und ein bisschen Christbaumschmuck. Das Gute ist, ja, das könnt ihr hier schon sehen, wenn die Kerze zerläuft, das Wachs haftet nicht an dem Sand. Das heißt, man kann hinterher den Wachs ganz einfach rausnehmen und alles ist sauber und man kann die Kerze dann entsprechend wechseln. Das Gute ist auch, ja, es ist nichts drin, was sich schnell entzündet. Sollte sich doch mal irgendwas entzünden können, ja, wäre das hier in dem Glas eben sozusagen gefangen, die Flamme, und könnte dort kontrolliert abbrennen. Somit ist auch hier ein Brandschutz gegeben. Ja, so schnell fällt das Ding auch nicht um, es steht relativ fest, da es durch den Sand beschwert ist und somit ist eine schnelle und relativ sichere Adventsdeko. Ja, man kann das Ganze natürlich selbst nach Lust und Laune gestalten und dekorieren. Ich hoffe, diese kleine Inspiration hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Ich wünsche euch eine schöne Adventszeit. Bis dann, euer MacPaverick.